Vor gut einem Jahr geht Snapchat, genauer gesagt Snap Incorporated, an die Börse. Der Anfang läuft gut. Von einem Traumstart ist da die Rede. Ein Jahr später. Eine Neugestaltung der App soll die Bedienung einfacher machen und weitere User an Land ziehen. Tja, das Redesign kommt nicht so gut an und eine Promi-Dame bringt es auf Twitter auf den Punkt. Also macht ihr Snapchat auch nicht mehr auf oder bin das nur ich? Uff, das ist traurig. Schreibt Kylie Jenner und bezieht sich eben auf Snaps nicht so genialen Relaunch. Mehr hat es nicht gebraucht. Schon rasselt die Aktie von Snap in den Keller. Am Ende des Tages schneidet sie mit gut 6% weniger in der Tasche ab. Ein Börsenwert in Milliardenhöhe ist dahin. Man hätte es merken können, schon einen Tag vorher unterschreiben 1,2 Millionen Nutzer eine Petition gegen das umstrittene Update. Analysten der Citigroup empfehlen, die Aktie wegen des Ärgers zu verkaufen. Snap-Chef Evan Spiegel juckt das wenig, denn 2017 wanderten seit Börsenstart nicht weniger als 638 Millionen in seinen Besitz. Und auch Kylie Jenner glättet die Wogen. Sie tweetet etwas später: Liebe dich noch immer, Snap, meine erste Liebe.